Seid gegrüßt, gütiger Royarch. Gesegnet ist eure Herrschaft über Bretonia. Doch aus der Fremde zieht Finsternis übers Land und bedroht euer Reich. Stellt euch der Bedrohung. Im Osten verschwören sich die gierigen Handelsprinzen Marienburgs, um ihre Reichtümer zu konsolidieren. Reichtum fließt nach Marienburg, doch nichts dringt heraus. Im Süden, im grauen Gebirge, buhlen Grünhäuter und Zwerge um die Herrschaft über die Gipfel. Der Sieger könnte für euch zum Problem werden, mein Herr. Die Waldelfen in ihrer geheimnisvollen Waldheimat schützen ihre Heime. Und an der Küste gibt sich der Herzog von Bordeaux so unberechenbar und mysteriös wie die See selbst. Andernorts führen die unlebenden Fürsten von Mousillon Krieg gegen die sterblichen Menschen. Die zänkischen Herzogtümer ignorieren die Bedrohung. Es liegt an euch, mein Herr. Nur ein vereintes Bretonia vermag diese Gefahren abzuwenden. Erhebt euer Banner, König Leoncoeur, und vertreibt im Namen der Herrin dieses Übel aus der Welt. So, und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt und auf YouTube hochgeladen. Für alle, die es nachträglich gucken wollen, zu Total War Warhammer 2 mit dem bretonischen Volk. Und wir haben hier schon Spieleigenschaften. Die Map sieht man ja natürlich nicht, da zeige ich aber nachher auch noch ein paar Sachen. Die Cam ist immer hier eingeblendet. Ich erkläre kurz, wie Bretonien funktioniert. Also, wir haben Gelübde und Gelöbnisse. Da komme ich nachher gleich drauf bei den Helden und so weiter und so fort. Wir haben Ritterlichkeit, das ist hier oben ein Button, da kommen wir auch gleich dazu. Wir haben den grünen Ritter, das ist ein spezieller Held, der relativ stark ist. Wir haben Bauern, unser Reich besteht nämlich aus Bauern und Adligen, sage ich mal. Und ja, macht relativ viel Laune. Mein Herr, die Herzöge Bretonias lebten viele Jahre lang nach einem ritterlichen Kodex. Ehrt diese Tradition. Baut auf das mächtige Fundament des Gilles le Breton und führt die Ritterorden zu Ruhm. Gilles le Breton. So, also wir kriegen Geld, wenn wir hier Ritterlichkeit... Ja, zuerst Ritterlichkeit. Mit den Aktionen, die wir vollführen, also Feinde töten, Sachen bauen teilweise auch, kriegen wir Ritterlichkeit. Hier oben haben wir den Button. Bei 0 bis 400 Ritterlichkeit haben wir mehr Führerschaft für unsere Einheiten. Hier bei 400 plus können wir dann also noch mehr und die Ritter haben Bonuspunkte. Dann haben wir den grünen Ritter, den wir herbeirufen können. Dann haben wir Edel, wo wir dann mit dem Rittergelübde beginnen. Das zeige ich gleich. Eben, man sieht hier ein paar Boni, die wir kriegen, mehr Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Das heißt, hier haben wir Boni. Das heißt, es tut gut daran, das auch zu erhöhen. Ritterlichkeit können wir, wenn wir auf die Gelübde, können wir hier. Wenn wir einen neuen Helden haben, müssen wir immer ein paar Missionen abschließen, damit wir uns stärken. Und hier unten sieht man dann, wir haben Ritter, die wir einsetzen können, die billiger sind. Jedes Mal, wenn wir hier eins aufsteigen. Und am Ende können wir dann die stärksten rekrutieren, die kosten dann nicht mehr so viel. Und ja, der Rest ist selbsterklärend. Zudem haben wir Bauernwirtschaft, das heißt, wenn wir zu viele Infanteristen rekrutieren, das sind nämlich meistens Bauern, die wir rekrutieren, dann geht das runter. Das heißt, wir könnten jetzt noch 3 Bauern rekrutieren, ansonsten müssten wir Ritter rekrutieren, die aber dementsprechend teuer sind. Und ja, ich werde es so machen, dass ich mit den Höfen, wir können nämlich auch Höfe bauen hier, und das zeige ich hier kurz, hier ein Feld und danach können wir Windmühlen machen, denn die Bretonen haben ziemlich cool Kombinationsmöglichkeiten. Wir können hier ein Feld machen und dann können wir hier Windmühle und dann steht hier Einkäufe, also dass Höfe mehr Gewinne bringen. Das heißt, wir können das upgraden zu einem Hof, dann kriegen wir 450 generiertes Einkommen, das wird ja auf der Seite angezeigt, plus nochmal 25%, hier nochmal plus 50%, das heißt, wir können über Windmühlen und so können wir relativ viel Geld generieren, um unsere Armeen zu finanzieren. Das gleiche könnten wir auch machen mit Webstuhl und Schneiderei und Lagerhäuser. Wir gehen aber hier über die Felder, weil das macht einfach am meisten Sinn. So, was habe ich noch vergessen? Wir haben ein paar Magier, 3 verschiedene.
Was war das Licht? Himmelsmagie, Bestienmagie und Leben. Dann haben wir Ritter und eben Grundeinheiten. Und wir haben Pegasus-Ritter, die mega cool sind. Man wird es gleich sehen. Ich werde jetzt dann gleich die erste Schlacht kämpfen. Ja, wenn ihr Fragen im Stream habt oder auf YouTube, einfach in den Chat schreiben, beziehungsweise in die Kommentarspalte. Und dann werde ich da erklären, was Sache ist. Gibt nicht so viele, die das gucken und das spannend finden. Aber ich habe Spaß daran, das zu streamen. Und die paar Leute, die das gemütlich finden, die können das mit mir genießen. Und ansonsten gibt es ja genug anderen Content, den ich ja noch mache. So, wir kämpfen direkt. Wir hauen direkt drauf. Und nachher zeige ich noch kurz den Forschungsbaum. Weil das bretonische Volk hat einen sehr, sehr interessanten Forschungsbaum. Und sie haben ein Gebäude, das sich von allen anderen Fraktionen massiv unterscheidet. Ich habe extra nachgeguckt. Sie haben ein Gebäude, wo die Rüstung von allen Einheiten um 2 Punkte erhöht wird. Das bedeutet, jedes Mal kann ich das bauen und dann wird es um 2, 4, 6, 8 und so weiter so fort erhöht. Und je mehr Gebiet ich einnehme, desto besser gepanzert sind all meine Truppen. Und das macht mir beim bretonischen Volk mega Spaß. So, also, Kritik noch aus, oder Vorschläge, um das Let's Play ein bisschen besser zu gestalten, die Einheiten ein bisschen genauer angucken, das machen wir jetzt. Wir haben Pegasus-Ritter. Ich muss gestehen, ich fand, als ich das erste Mal die Bretonen gesehen habe, fand ich, sehen sie irgendwie doof aus. Aber mittlerweile gefallen mir die Pegasus-Ritter mega, weil sie sind unglaublich stark. Also ich weiß nicht, die haben einfach was. Irgendwie haben sie einfach was. Ja, dann klassische Ritter, ne? Die sind ziemlich cool. Da gibt es dann später noch bessere. Dann natürlich Bauern, das sind einfach ganz normale Speerknechte, sind ganz normale Kämpfer. Bogenschützen. Die sehen relativ cool aus, sind aber auch einfach Bauernbogenschützen. Davon kann man dann später noch Gift- oder Feuerpfeile machen. Und hier noch mehr. Ritter sind die gleichen. Dann Tribuche, also eine Art Katapult, die aber mit... Die kommt ein bisschen weiter als normale Katapulte. Also wer sich mit dem Mittelalter auseinandergesetzt hat, weiß, das hier hat das Kriegsgeschehen auf dem Schlachtfeld massiv verändert. Und dann machen wir das, wie man das immer macht. Zack, zack, Baum, Baum. Man kennt ja meine Strategie. Dann machen wir hier so. So, jetzt haben wir ein Problem. Der Feind hat Mörser. Das ist das Imperium nämlich, beziehungsweise ein Teil des Imperiums. Die müssen als erstes sterben. Bogenschützen, die kriegen wir mit den Reitern schnell weg. Und halt die Infanterie und halt der General. Aber das schlagen wir alles gleich sofort nieder, weil... Das, was die hier haben, das ist im Prinzip eigentlich nichts. Deswegen fallen wir hier direkt rein. Wir rennen mit den... Ich habe kurz Pause geklickt, damit ich hier schön alles anklicken kann. Dann machen wir mit den beiden... Die sind hier nach vorne. Die machen wir noch kurz ins Vier rein. Und let's go. Und wir donnern eigentlich direkt drauf. Also wir gehen sofort auf die Distanzkämpfer. Vor allem die Mörser müssen weg. Mörser sind nämlich sehr gefährlich. Wenn sie auf meine Kavallerie schießen... Ja, guck. Perfekt. Oh, der trifft. So. Meine Katapulte sollen auf die Speerkämpfer. Macht ja Sinn, dass die Speerkämpfer als erstes wegkommen. Die Idee dahinter ist... Sind die Speerkämpfer tot, kann meine Kavallerie viel, viel besser den Feind angreifen. Ja, die lassen ihre Bogenschützen gerade hier im Stich, aber meine Katapulte ballern auf meine eigenen Jungs. Passt auf, bis auf die hier. Ja, das wird es jetzt dann gleich gewesen sein. Wir machen noch ein bisschen Magie auf meinen Helden. Ich möchte, dass meine Pegasus-Ritter in die Luft und dann stürzen sie von der Luft runter und ballern voll drauf. So, jetzt guckt an. Und? Wunderbar. So, meine Bogenschützen, die sollen mal nach vorne laufen. Die dürfen nämlich hier noch ein bisschen weiter. Okay,
Ja, und jetzt schicken wir alles auf den General. Wenn der General nämlich flieht, haben wir gewonnen. Ah, die Artillerie kommt zurück. Wollen wir es genießen? Die armen Dudes. Jo, entscheidender Sieg. Gut, war jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Ich meine, er hatte keine Kavallerie, hatte gar nichts. Aber das ist in der ersten Schlacht, ist normalerweise immer so. Die erste Schlacht. Gemütlich. Ich find die Bretonen halt wahnsinnig angenehm, weil sie halt so unglaublich starke Kavalleristen haben. Und auch gegen große Kämpfer. Die Pegasus-Ritter zum Beispiel, die sind gegen große Kämpfer extrem stark. Die meisten Kavallerieeinheiten sind gegen Infanterie extrem gut. Ja. So, jetzt können wir hier entscheiden zwischen Lösegeld fordern, Gefangene hinrichten oder sie Buße tun lassen. Und wir lassen sie Buße tun. Das heißt, sie dürfen sich unseren Reihen anschließen, wenn sie dafür uns Treue schwören, sage ich mal. Genau das machen wir. Farewell. So. Unser General hat einen Fähigkeitspunkt gekriegt. Den geben wir hier beim Marschieren ein, dass wir Bewegungsreichweite technisch 10% erhöhte Reichweite kriegen. Das macht nämlich viel Sinn, weil dann kann er weiter laufen. So, also ganz kurz das Gebäude, das ich noch angesprochen hatte. Wir haben übrigens hier einen Gebäudebrowser. Können wir alle Gebäude angucken. Das hier. Guck an. Wenn wir es hier bauen, Stufe 3, haben wir keine Fähigkeit für alle. Aber hier, Waffenkammer. Da steht, Rüstungen plus 2 für alle Einheiten, alle Armeen. Das bedeutet, wenn wir das bauen, kriegt jede Armee, egal wo sie stationiert ist, plus 2 Rüstung. Das kann man nur in der Hauptstadt bauen. Das heißt, für uns ist es wichtig, mehrere Hauptstädte einzunehmen, dass wir viele von diesen Rüstungsschmieden bauen können, damit wir unsere Armeen verstärken, um immer mehr Rüstung zu haben. Das ist die Idee dahinter. Bis wir dann eine Armee haben, die einfach plus 10 oder plus 20 oder plus 30 Rüstung hat und so extrem stark ist. Und bei der Forschung, das ist auch noch wichtig, wir können hier über den Ritterkodex gehen und können die anderen bretonischen Völker, das sind die hier, die 6, die hier in unmittelbarer Nähe leben, zu einer Konföderation, ja, ich sag mal, durch die Forschung können wir uns zusammenschließen. Das heißt, wir müssen nicht mühsam probieren, uns gut zu stellen mit ihnen, sondern wir können einfach über den Forschungsbaum sagen, zack, wir sind jetzt zusammen, wir machen jetzt eine Konföderation, wir schließen uns zusammen und dann sind wir, ja. Hier haben wir zum Beispiel, es gibt noch 3 bretonische Völker, die ein bisschen weiter weg sind. Die sind unten im Süden, die sind in der Wüste. Mit denen können wir dann auch eine Konföderation bilden. Wir haben die Möglichkeit, uns mit Hochelfen, Echsenmenschen gut zu stimmen, uns mit den Waldelfen gut zu stimmen, uns mit den Zwergen, den Menschen, also allen Menschenvölkern und den Gruftkönigen. Das heißt, wir können über die Forschung Diplomatie betreiben. Das ist ganz cool. Im unteren Slot haben wir die Möglichkeit, uns gegen Grünhäute zu stärken. Das heißt, wir sind immun gegen den Verschleiß im Ödland. Wenn wir also die Grünhäute im Ödland angreifen, können wir dieses Dekret umsetzen und sind effizienter im Kampf gegen die Grünhäute. Aber sie mögen uns dafür weniger. Wir haben hier verschiedene Dekrete. Zum Beispiel gegen die Nordkar-Stämme, also die nordischen Stämme, die oben im Norden sind, dann können wir uns gegen die Vampirfürsten stärker wappnen, wir können uns gegen die Waldelfen stärker wappnen, indem wir Geschossresistenz kriegen, wir können uns gegen die Gruftkönige wappnen, Chaosfraktion, Dunkelelfen, Tiermenschen, die Kriegsherden, Skaven und gegen die Vampirküste. Das bedeutet, gegen extrem viele Völker, die böse sind, können wir uns stärken. Und dann haben wir hier, man sieht jetzt hier nicht alles. Ich nehme meine Cam ganz kurz raus. Das ist das Allerwichtigste von allem. 10% Rettungszauber. Ich erkläre später im Verlauf noch, was das genau ist. Champion of the Lady.
Also kurz, das allererste, was wir machen, wir wollen eine Konföderation mit unserem direkten Nachbar machen. Und wir nehmen kurz Marienburg ein. Auch wichtig. Da haben wir gut zu tun, das Skillen, denke ich. Ja, es dauert auch eine Zeit. Es dauert mehrere Runden. Klingt nach einem großen Vorteil für den Rüstungsbonus. Ich muss gestehen, dass die Bretonen einer der einzigen Völker ist, wo ich wirklich Lust hätte, die Weltherrschaft, also alles einzunehmen, von Kopf bis Fuß, alles was es gibt. Einfach nur wegen dieser Fähigkeit, weil das halt mega cool ist. King of Bretonia. So, wie machen wir das hier? Wir gucken zuerst mal, dass wir noch ein bisschen mehr Magie kriegen. Ja, wunderbar. Also. Ja. Wir gehen hier über den Wald. Der Turm hat hier nämlich keine Schussbefugnis, nenne ich es mal. Das bedeutet, meine Bogenschützen werden hier auf der Seite nach vorne gehen und von der Seite reinschießen. Meine Infanterie lasse ich hier hochkraxeln. Meine Kavallerie mit dem General soll versuchen reinzukommen. Und meine Pegasus-Ritter... Meine Pegasus-Ritter lasse ich über die linke Seite und dann auf die Bogenschützen gehen. Das müsste eigentlich gehen. Das heißt, wir gehen hier nach vorne. Meine Bogenschützen rennen hier hin. Ihr rennt hier hin. Du, meine majestätische Frau, du rennst nach vorne. Sie ist Magierin. Sie ist aber jetzt noch unnütz. Oder sie hat halt noch nicht von Magie. Hier unten seht ihr die Magie. Das könnt ihr später skillen. Ihr merkt, sie kämpft, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt sie, desto mehr Ränge steigt sie. Und am Ende haben wir die Möglichkeit, dann da richtig mächtige Fähigkeiten reinzuhauen. So, meine Pegasus-Ritter fliegen jetzt oben drüber. Die sollen jetzt zuerst die Bogenschützen töten hier hinten. Wir lassen es kurz ein bisschen schneller laufen. Also ihr seht halt schon, wie wir hier echt stark einfach reinhauen. Wir geben dir ein bisschen Magie. So. Meine Bogenschützen ballern hier von der Seite rein, wie das zu erwarten war auch. Ihre Bogenschützen werden von meinen Pegasus-Rittern aufgemischt. Oh, das ist aber interessant. Sie gehen runter, sie haben die Mauern aufgegeben. Ja. Das Problem ist bei den Menschen, allgemein bei vielen Völkern, dass sie fliehen. Wenn sie dieses Zeichen haben, fliehen sie nur einmal. Sie können sich wieder sammeln und zurückkehren. Ich will, dass sie dieses Zeichen haben mit dem Totenkopf-Symbol nebendran. Dann flüchten sie nämlich für immer, oder bis sie außerhalb der Karte sind. Wenn sie nämlich aus der Karte rauslaufen, dieses Zeichen hier, ne? Dann kommen sie nicht mehr zurück. Die sind komplett weg. Oh shit, mein General ist hier halb drinne. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Sie haben die Tore geöffnet. Und mein General steckt ein bisschen in der Klemme. Scheiße. Okay. Das ist ein sehr schlechter Anfang tatsächlich. Weißt du was, geht du hier bitte drauf? Naja, meine Kavallerie kriegt ihr ordentlich aufs Maul. Und mein General kriegt vor allem ordentlich aufs Maul und das ist auch gar nicht gut. Ja, das ist gerade mies. Das ist übrigens, wenn sie das Tor öffnen, kann es sein, dass meine Truppen reinkommen und dann hängen die hier so halb, weil die eine Hälfte ist drinnen und die andere Hälfte ist draußen. Und das ist halt eigentlich nicht gut.
So. Wir versuchen jetzt Panik, dass wir Panik hinkriegen. Damit wir sie umstellen, dass ihre Truppen flüchten. Ich hoffe, wir kriegen es hin irgendwie. Ah, übrigens, dieser Zauber macht, dass die Nahkampfabwehr und der Nahkampfangriff verstärkt wird für eine bestimmte Zeit. Ich setze das immer auf meinen General, dass er besser verteidigt. Okay, ich denke, wir werden unseren General schon schützen und retten können, aber unsere Pegasus-Ritter kriegen dafür ordentlich erstmal. Ja, das kostet mich viele Truppen. Das hätte halt nicht sein müssen. Ein Ärgernis. Normalerweise könnte ich viel gestaffelter angreifen bei so einer Situation. Also wir hätten halt eine echt gute Basis gehabt. Wir hätten halt dann runterlaufen können und dann hätten wir mit dem Bogenschützen und der Distanz was machen können. Jetzt haben wir uns absolut im Nahkampf verwickelt und die Pegasus-Ritter werden nochmal... Das ist gar nicht gut. Aber das kann halt passieren. Das kann halt passieren. Das läuft halt darauf hinaus, ne? Okay, meine Pegasus-Ritter haben sich wieder gefangen. Die sollen die Bogenschützen auslöschen hier. Meine Artillerie soll möglichst irgendwie draufballern. Das ist ganz, ganz mies, ganz, ganz schlecht, was gerade abgeht. Im Idealfall dürfte das so nicht passieren. Ha. Aber so sind Schlachten nun mal, meine Damen und Herren. Das gehört dazu. Ja, ein entscheidender Sieg mit viel zu vielen Verlusten. Wenn ich es besser koordiniert hätte, wäre es besser gewesen. Ich meine, wir hatten eine gute linke Seite zum Angreifen eigentlich. Endlevel, wir haben gerade erst gestartet. Also spielt er schon lange Total War mit den Bretonen? Nein, wir haben gerade gestartet. Du kommst zum Anfang dazu. So, okay. Ja, wir besetzen es natürlich. Das hier ist sehr, sehr bitter. Sehr, 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 sehr bitter. Dass wir so viel Schaden gekriegt haben hier. Ganz schlecht. So, also, jetzt können wir bei ihr, bei der Magierin, eine Maid ist es, eine Zauberin. Können wir hier unten, also entweder hier über den Magiebaum, da kommen wir dann später dazu. Aber wir haben hier unten noch die Fähigkeit Auskundschaften, Aktionen, Chance auf magische Gegenstände zusätzlich um 5 erhöht. Steigert die Chance der Begleitarmee auf den magischen Gegenstand nach einem Sieg. Magische Gegenstände sind wichtig, weil wir hier dann zum Beispiel Talisman, den haben wir glaube ich sogar jetzt gekriegt hier. Warte kurz. Hier, guck. Wir haben nach der Schlacht den Talisman erhalten und der macht 15% Resistenz, physische. Und ich zeige euch das kurz. Das hat nämlich einen bestimmten Grund, warum das sehr wichtig ist. Physische Resistenz, Schaden nicht magischer Angriffe wird um diesen Betrag reduziert. Das bedeutet, aller Schaden, den er kriegt, wird um 15% reduziert. Es gibt auch die Fähigkeit Rettungszauber. Das betrifft sämtlichen Schaden. Das heißt, wir könnten sämtlichen Schaden dann um 15% reduzieren. Dann gibt es Geschosswiderstand. Das heißt, alles, was Distanzschaden macht, wird um diesen Betrag reduziert. Diese Medaillons, oder allgemein, es gibt auch Rüstungen, die diese Fähigkeit drauf haben, sind uns unschätzbar wertvoll, weil wir unsere Generäle und Hauptmänner und was weiß ich alles so viel, viel stärker machen können, dass sie viel schwieriger zu töten sind. So, jetzt gucken wir hier. Okay, wir haben Glück. In der neu eroberten Siedlung haben wir direkt eine Pferdewerkstatt, beziehungsweise eine Pferdestation. Bei der Pferdestation können wir ab Stufe 2 einen Paladin rekrutieren. Das machen wir nämlich sofort. Wir gucken kurz, welcher gut ist. Wir haben nämlich verschiedene Fähigkeiten. Führerschaft für alle Ritter, Nahkampfangriff, Bonus gegen große Feinde. Wir nehmen Bonus gegen große Feinde rein. Das ist nicht schlecht. Teilweise haben sie auch die Fähigkeit Rettungszauber 3%. Die sind sehr, sehr gut. So. Ein Paladin ist im Prinzip ein starker Held.
der im Kampf Verbündeten Unterstützung gibt. Und er hat eine Fähigkeit, die extrem gut ist. Beschützer des Königs. Hier haben wir nämlich physische, ihr merkt schon, auf was es rausläuft, physische Resistenz 15%. Ziel, wenn ein Kommandant oder ein Held. Bedeutet, wenn du zwei Paladine hast, die in der gleichen Armee kämpfen und sie kämpfen nebeneinander, unterstützen sie sich gegenseitig mit 15% Resistenz. Wenn ihr dann natürlich noch Rüstungen habt, die ihr auf den Paladin gebt, könnt ihr 30, 40, 50% Resistenz rausholen und habt so die Möglichkeit, einen Paladin zu erschaffen, der viel weniger Schaden kriegt und dementsprechend stark ist. Mit dem General natürlich extrem gut. So, also. Zwei Pferdchen, drei Pferdchen. Eins, zwei, drei. Wir machen es mal so, wir lassen es mal so. Wir machen nur zwei, wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir genug Geld haben. Dann haben wir diese ganze Region eingenommen, dann können wir einen Erlass machen. Wir machen hier mal Wachstum. Wir müssen gucken, dass wir möglichst schnell, möglichst groß werden. Ja, ich glaube, das ist gut so. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Ich möchte Geld. Oh Mann, dass wir den... Vielleicht kann ich noch einen 50er rausholen. Alright. Ja. Ich versuche hier möglichst früh schon Handelsabkommen durchzudrücken. Sehr, sehr gut. Nicht-Angriffspakte. Also ich probiere immer ein bisschen Geld von ihnen zu verlangen. Das ist gerade am Anfang sehr wichtig, weil wir so die Möglichkeit haben, ein bisschen Geld noch zusätzlich zu verdienen. Das sind alles verbündete Völker später. 400. Machen wir 400. If needs must. Sehr gut. Dann am besten auch noch ein bisschen Handelsabkommen. Handelsabkommen haben sie keinen Bock drauf. Bordelot vielleicht. Das sind eben alles diese bretonischen Völker, mit die wir dann später mit dem Handelsabkommen, mit der Forschung, die zwei hier, ihn hier unten Bordelot, der hat einen legendären General dabei. Hier weiter unten ist dann Carcassonne. Hier sind auch noch ein paar Pavron, glaube ich heißt das. Bordelot, weiß nicht mehr, es sind ein paar. Und wir werden natürlich gucken, dass wir alle zusammen uns... Oh, genau. Das Imperium. Direkt nebendran. Wir versuchen uns schon von Anfang an mit ihnen gut zu stellen. Was nicht ganz so gut klappt scheinbar. Auch nicht. Mittelland vielleicht. Nö. Lassen wir es mal. Ich will nämlich mit dem Imperium keinen Krieg. Ich würde gerne feste Grenzen hinkriegen irgendwie. Aber gegen das Imperium zu kämpfen ist immer so eine Sache. Ja, wir beenden die Runde. Nächste Runde, weiter geht's dann. Das heißt, jetzt kommen die anderen Fraktionen dran. Wir lassen es mal kurz langsam laufen, dann seht ihr das. Ist halt echt nicht ein Spiel für jedermann, ne? Die einen mögen es total. Ich bin jemand, der es total mag. Und andere sagen, nö, das ist gar nicht so meins. So. Also. Machen wir mal ein bisschen schneller, weil das ist unspannend, nicht spannend. Unspannend. Ja, ich glaube sogar, dass die Bretonen meine Vampire als Lieblingsfraktion ablösen könnten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Breton, ich habe hier schon ein paar Testspiele gemacht, so bevor ich so ein Let's Play mache, gucke ich immer, was kann die Fraktion, macht es Spaß und so weiter und so fort. Der belagert mich? Das ist nicht gut, weil dann kann ich meine Kavallerie nicht ausbilden. Dass der sich das traut. Okay, das ist ganz, ganz wichtig. Das Plündern ist der Grünhautlust. Euer Volk lebt in Furcht, denn das Böse geht in Bretonia um. Die Grünhäute, die die Berge und Wälder unsicher machen, überfallen die umliegenden Dörfer mit zunehmender Brutalität. Jetzt, da sie sich in den Hügeln sammeln, fürchtet das Volk einen größeren Einfall. Im ganzen Land verringert sich daher die Kontrolle, also öffentliche Ordnung.
Wenn ihr das Königreich für stabil genug halten mögt, ihr abwarten und hoffen, dass sie ermüden und sich in ihr Versteck zurückziehen. Andernfalls könnt ihr eine Streitkraft ausführen, um ihre Siedlung zu zerstören und ihre Angriffe ein für alle Mal Einhalt zu gebieten. Einfälle der Grünheit. Jetzt haben wir 20 Runden lang minus 20 Kontrolle und wir können das nur stoppen, indem dass wir von den Grünhäuten eine Siedlung besetzen oder niederreißen. Das heißt von den Orks. Orks und Goblins sind Grünhäute. Das sind auch die, die uns gerade hier belagern. Ja, machen wir nicht. Ja, also er hat das Gefühl, mich belagern zu können. Wir greifen natürlich an. Alter, wie viele Fraktionen es einfach sind. Ja, du hast die Menschen mit dem Imperium. Und die haben eigene Einheiten, eigene Truppen, viel Artillerie, auch gute Kavallerie. Die haben einen extrem guten Mix von allem, auch mit Zauberei und so. Dann hast du das bretonische Volk, das wir hier spielen, auch mit eigenen Einheiten. Ziemlich viel Reiterei, auch ein paar Zauber. Dann hast du die Vampire, die Orks, die Mumien, also die Gruftkönige, Vampirküste. Dann hast du die Echsenmenschen, die Skaven. Das sind wahnsinnig viele. Sind sehr, sehr viele. So, also das Gefährlichste bei den Orks, wenn sie denn sowas haben. Es gibt ein paar Sachen, die gefährlich sind, aber das hier ist eins der gefährlichsten. Kamikaze-Katapulte. Kamikaze-Katapulte laden Goblins, die fliegen. Die greifen uns dann an. Deswegen müssen wir gucken, dass sie dieses Kamikaze-Katapult möglichst schnell töten. Und wir müssen gucken, dass sie unsere Truppen nicht verlieren. Hat er eigentlich? Nein, hat er nicht. Okay. King Luan Leonker, Daughter of Britannia. Ja, Nein, wir gehen hier über links. Also, wir ballern voll rein, so gut es halt geht. Wir müssen seine Artillerie so schnell wie möglich ausschalten. Wir schießen als erstes natürlich mal voll in die Mitte. Probieren wir beim General irgendwie möglichst schnell drauf zu gehen, um seinen zu töten. Wir sind klar im Nachteil, weil wir halt in der letzten Schlacht so viel verloren haben gegen die Menschen. Auf der anderen Seite, wir haben mehr Katapulte und wir haben viel mehr Reiterei. Okay, wir gehen nicht so nah ran. Sehr gut. Okay, wir gehen mit der... Die machen gerade nichts hier. Die sind absolut unbrauchbar. Deswegen schicken wir unsere Artillerie da drauf. Die brauchen eine Ewigkeit, bis sie uns erreicht haben. Wir haben die Kamikaze-Katapulte ordentlich dezimiert. Das ist gerade nicht gut. Ich habe vergessen, dass die hier drinnen steht. Wir probieren, unsere Infanterie rumzuschicken, damit wir sie von mehreren Seiten angreifen. Und unsere Kavallerie wird damit beschäftigt sein, die zu töten. Alles, was irgendwie möglich ist, was sie von der Distanz abknallen können, versuchen die abzuknallen von der Distanz. Na gut. Und die Orks probieren wir immer von der Seite noch rein oder von hinten, damit sie möglichst schnell in Panik geraten, dass sie möglichst schnell fliehen. So, auch direkt reinreiten, einfach dass es richtig schön ballert. So muss es. Oh mein Gott. Unsere Infanterie flieht. Die Kavallerie, wir arbeiten so gut es geht mit der Kavallerie.
Okay, ein Ziel habe ich aber noch. Ich hoffe, wir schaffen das. So, direkt reinreiten. Hoffentlich verbreitet sich gleich die Panik und dann räumen wir auf. Wir räumen dann auf, was geht. Okay. Ja, ich glaube, es flieht so gut wie alles. Der General auch gleich. Perfekt, so. Jetzt machen wir etwas, was sehr sinnvoll ist, was man eigentlich immer machen kann bei Total War. Wir versuchen noch aufzuräumen. Jetzt haben wir ein Problem, es sind 18 Kamikaze-Dudes sind entkommen, das ist ganz, ganz schlecht. Im Grunde genommen haben wir relativ... Wir verlieren wahnsinnig viel, was sehr, sehr schlecht ist. Aber vielleicht können wir es irgendwie noch drehen. Macht die ganze Sache wenigstens ein bisschen spannender am Anfang, ist auch gut. So. Wir werden ihren Kommandanten übrigens nicht töten, sondern nur schwächen. Warum bleiben die eigentlich stehen? Yes, my lord. Schade, die kommen auch. Wir können nämlich noch ganz viele Truppen beim Fliehen töten. So. Nein, 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 nein. Der General darf eben nicht sterben. Weil, wenn der General jetzt sterben würde, kann es sein, dass er für die nächste Runde einen neuen General kriegt. Und jetzt haben wir in der nächsten Runde einen ganz schwachen General. Das bedeutet, wir können angreifen, töten den General so schnell es geht, weil er ist ja schon schwach. Er ist extrem angefragt, nenne ich es jetzt mal. Und dann kriegen sie direkt einen Demotivationsschub, weil halt der sofort tot ist. Woher kommst du? Ich komme aus der Schweiz. So, wir richten die Gefangenen hin. Wenn wir Geld verlangen würden, würden wir Ritterlichkeit verlieren. Wir wollen aber ein bisschen hoch mit der Ritterlichkeit. So. Jetzt machen wir, dass mein Held ein bisschen mehr Gesundheit hat. Das heißt, plus 7% Trefferpunkte. Das heißt, die gesamte Gesundheit steigt. Wir fügen ihn hier ein. So. Jetzt kann es sein, dass wir Glück haben und extrem viele Schlachten noch kämpfen. So. Die Kamikaze-Katapulte, die hätte ich... Ich hätte die töten sollen. Ich hätte direkt irgendeine Kavallerie da drauf schmeißen sollen, damit die komplett tot sind. Weil jetzt haben wir das Problem, dass die halt noch zwei Kamikaze-Katapulte da drin haben. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. So, wir warten ab. Also. Über die linke Seite. So. Meine schwache Infanterie, die verstecke ich einfach mal hier hinten. Leute, meine Infanteristen, die noch ein bisschen was können, die schmeißen wir hier hin. Kavallerie lassen wir hier drüber ballern. Und meine Pegasus-Ritter, die sollen so schnell wie möglich direkt auf die... Kamikaze. Direkt drauf. Voll drauf. Am besten gleich alles. Let's go. So, sie werden wahrscheinlich einmal schießen können. Seht ihr's, wie die hier, wie die reinklettern? Das ist ein Goblin, der klettert rein. Der hat im Prinzip, knallt er dann einfach mit dem ganzen Körper in die feindlichen Truppen rein. Aber sie kommen nicht zum Schießen. Das ist sehr gut. Meine Katapulte kommen dazu. So. Was wir jetzt aber machen ist, wir stoppen direkt schon. Meine Bogenschützen sollen auf den General schießen. Und meine Pegasus-Ritter sollen hier direkt, zack, so, drauf. Wir nehmen die sofort in die Zange. Die werden überrannt. Die haben absolut gar keine Chance. Und der General wird von Distanzkämpfern niedergeschossen. Hier im Hintergrund.
Schaffen wir es? Oh, das sind die eigenen. Die hier abknallen, Jungs. Die hier. Wollen wir eben auch einfach noch... Einfach weil er es verdient hat. Okay. Schießen die Bogenschützen nicht? Ja, mach doch. Ja, gut. Oh, ich werde es doch wohl hinkriegen, die zu töten. Gut, mein Paladin macht's. Ich will, das ist eine persönliche Sache, okay? Dass ich ihn jetzt hier töte, ist eine persönliche Sache. Gut. War mir ein persönliches Anliegen, okay? Muss einfach sein. So, Stream, YouTube, lasst mal Feedback da. Sag mal, ist es gemütlich zum Zugucken, ist spannend zum Zugucken? Lernt ihr was? Spielt ihr das Spiel selber? Ein bisschen Interaktion. Damit ich das Gefühl habe, dass ich hier nicht für nichts streame oder für nichts die Videos mache und die hochlade auf YouTube. Ein bisschen Feedback. So. Ja, die richten wir auch hin. Wir geben ihm noch mal ein bisschen mehr Gesundheit. Weil ich glaube, dass das momentan vonnöten ist. Sie fängt langsam an, die ersten richtigen Zauber zu kriegen. Also, was hat er hier drin? Er hat hier drin relativ viele Bogenschützen. Infanterie. Ich hätte die Kavallerie dafür. Ich hätte den Garnerei viel. Wir machen's. Wir machen's. Ich spekuliere drauf, dass meine Artillerie, weil ich greife ja jetzt den General als erstes an, ne, der außerhalb der Garnison steht, also der Stadt. Das heißt, wir haben jetzt ein offenes Schlachtfeld und greifen noch nicht die Stadt an und die Garnisonsarmee, die kommt helfen. Die hilft dem General, der jetzt hier außen steht. Das heißt, wir kämpfen zuerst gegen den General. Wenn wir gewinnen, töten wir ihn vielleicht und dann können wir die Stadt nochmal angreifen. Das heißt, wir kriegen mehr Erfahrungspunkte, weil wir mehrere Schlachten kämpfen. Und wir versuchen natürlich, die Distanz, die wir hier haben, zu unserem Vorteil zu nutzen. Das heißt, ich stelle meine Distanzkämpfer und Zeug stelle ich hier mal auf. Die tun mir jetzt schon leid. Wir machen das mal kurz so. Euch schmeißt mir hier rein. Oh. Also. I am King, King Luan Leokur. This is my realm. Es wird aber eine schwierige Schlacht. Aber wenn wir die geschlagen haben, können wir die Orks vertreiben. Aus diesem Gebirge. Ach du Scheiße. Was hat denn der geschossen? Ja, also das Erste natürlich, wir töten den Schaman, den General. Diese Armee. Das heißt, wir ballern hier straight hin. Lass uns kurz schnell durchlaufen, ne? Ich muss ja nicht... So, und jetzt probieren wir das relativ taktisch auszuspielen. Also zuerst mal, der muss sterben. Seht ihr den unteren grauen Balken hier? Das ist die Führerschaft. Also wie motiviert sie sind zu kämpfen, bis sie fliehen. Wenn der General stirbt, und das wird er gleich, schicken hier meine Helden mal kurz zurück. Seht ihr es? Wie das an der Motivation kratzt. Das wird sich wieder erholen. Beziehungsweise, es wird immer für die ganze Schlacht jetzt den Verlust, der bleibt. Das heißt, sie sind nicht unbedingt motiviert zu kämpfen, weil ihr General gestorben ist. Deswegen ist es unfassbar wichtig, den General am Leben zu halten, für sich selber. Und wenn man die Chance hat, den feindlichen General zu töten, sollte man das tun. Wenn ihr also Magie habt, die gezielt auf einzelne Gegner gehen,
und der Feind ein schwacher Feind ist, ein schwacher General, den ihr einfach töten könnt, könnt ihr so die feindliche Armee schon massiv schwächen. So, jetzt kommt die Zeit der Artillerie. Ich mache Folgendes. Ich probiere mit meinen Pegasus-Rittern ein bisschen umherzufliegen. Die Idee dahinter ist, dass sich ihre Armee splittet. Weil einige probieren, auf meine Pegasus-Ritter zu gehen. Wenn das der Fall ist, ist das gut. Ja. Wir stellen die noch kurz auf Wachmodus um, dass sie nicht nachlaufen. Die Goblins sind eigentlich schwach. So, jetzt seht ihr es. Ein Teil der Armee dreht. Der andere Teil der Armee geht. Er splittet. Weil er glaubt, dass ich ihn flankiere. Er probiert, die Flanken zu schützen. Aber das mache ich nicht. Es geht mir nur darum, seine Armee auseinanderzuziehen. Weil so kann ich nachher mit meinen Reitern einfach die Bogenschützen töten. Die hier zum Beispiel, die brauchen eine Ewigkeit, bis sie im Schlachtgeschehen nachher ankommen. Das sind Goblin-Reiter, die sind relativ schnell. Ihr sollt kein Problem haben. So, und jetzt haben wir sie. Die sind extrem weit weg von der Hauptarmee. Und jetzt habe ich sie auseinandergezogen. Ich weiß nicht, ob hier in den Dings noch Feinde sind. Ja, das habe ich befürchtet. Paladin, mein General ist noch relativ geschwächt. Wegen den Schlachten, die wir gekämpft hatten. So, jetzt sind sie wieder gesplittet. Die hier wollten, also die Bogenschützen stehen alleine, also picken wir uns die Bogenschützen raus. Ja, das ist gefährlich, dass die hier über die Flanke kommen. Wir machen mal kurz die Stellung rein. Das sind Wolfskrieger, die dürfen nicht auf der Seite rein. So. Jetzt kämpft mein General hier vorne. Seine Truppen probieren sich... mein General, mein Held, mein Paladin. Und seine Truppen probieren ihn anzugreifen. Und wir ballern mit der Artillerie drauf. Mein General, oder mein Paladin wird so gut wie nicht getroffen, weil er ist eine Einheit. Währenddessen die Katapulte aber viele der Feinde treffen. Und jetzt seht ihr, wie schön es gesplittert ist. Wie schön wir ihn auseinandergezogen haben, weil er versucht hat, meine Pegasus-Ritter zu holen. Die Bogenschützen können jetzt auch hier in den Rücken schießen. Wir geben ihnen kurz... Ja. Wolfskrieger sind extrem schwach, aber sie sind wahnsinnig schnell. Das ist das, was sie gefährlich macht. So. Versuchen wir auch hier. Ich stelle die mal kurz so auf. Die werden wieder zurückkommen. Die fliehen und dann kommen sie wieder. So. Wir gehen von einer Seite rein mit den Pegasus-Rittern von hinten. Und jetzt kann ich immer wieder schön aufmischen. Ich kann sie immer separat schön aufmischen. Ja, da kommen sie schon angerannt. Sag's doch. Wir versuchen, die Bogenschützen mit den anderen Pegasus-Rittern noch komplett in die Flucht zu zwingen. Und meine Artillerie, die kann arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten, die kann draufhauen, draufhauen, draufhauen. Die wurden von zwei Seiten angegriffen, direkt in die Flucht geschlagen. Wir können mit alles, was Briten ist, mit berittenen Sachen kann man so schnell agieren, herumlaufen. Und seine berittenen Truppen sind halt nichts wert. Nochmal zurück. Und wir lassen das einfach mal gemütlich so stehen. Erst wenn sie genau vor meiner Armee sind, erst wenn sie kurz davor sind, gehen wir drauf. Gehen wir was machen. Die sind nochmal recht weit hinten. Die fliehen wieder. Die fliehen vollständig, das ist gut.
Ich frage mich, wann die vollständig fliehen. Braucht immer eine Zeit. Pegasus-Ritter sind übrigens nicht so gut, um fliehende Einheiten zu töten. Ich meine, guckt. Ich sag denen hier, greift das an. Es sind 4 am Boden und der Rest fliegt in der Luft rum. Kavallerie wäre zum... Oh, was machst du denn da? Also entweder freut er sich oder wurde gerade weggestoßen. Ja, der ist gelandet. Okay. Also weiter im Text. So. Mein General, meine Zauberin gibt meinem Paladin jetzt nochmal den Zauber für mehr Nahkampfabwehr und mehr Nahkampfangriff. Das ist jetzt der Moment, wo wir in den Nahkampf gehen müssen. Die hier klemmen wir nochmal ein. Die hier lassen wir frontal drauf und die Ritter von der Seite rein. Das dürfte eigentlich für genug Verwirrung sorgen. Okay, die fliehen automatisch, da muss ich gar nicht mehr nachhelfen. Ja, die lassen wir jetzt. Ich brauche die Ritter, ich brauche die Pegasus-Dings wieder. Obwohl ich glaube, dass die Armee jetzt dann eh gleich komplett flieht. Ja, wir haben es. Komplette Armee gebrochen. Das bedeutet, wir gehen damit zurück. Auch ihr. Die Bogenschützen können hier noch drauf schießen. Und jetzt mischen wir noch auf, was geht. Wir probieren noch so viel zu töten, wie wir töten können. Dann müssen wir nämlich in der nächsten Schlacht nicht mehr so viel töten. Alles, was wir jetzt noch bei der Flucht killen, kann er in der nächsten Schlacht natürlich nicht mehr brauchen. Besonders, wenn wir es schaffen, die Nahkampfeinheiten zu killen. Mein General ist ja auch beritten, er könnte ja eigentlich auch losdüsen. Passt schon. So. Weil das nicht wahnsinnig spannend ist, machen wir es ein bisschen schneller hier. Also, tut. Ihr geht da noch helfen. Macht die mal alle. Die hier noch töten. Meine Katapulte sollten man aufhören zu schießen. Am Ende treffe ich noch meine eigenen. Das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck der Sache. So. Seht ihr hier? 75 Leute noch. Die 75 Leute wären in der nächsten Schlacht noch dabei. Jetzt sind es 58, die jetzt entkommen. Macht einen Unterschied für die nächste Schlacht. Und an diese kleinen Tricks, die brauchen wir gerade. Weil wir halt in der einen Burg, also als wir Marienburg eingenommen hatten. Das hat uns viel gekostet. Deswegen haben sich die Orks auch runtergetraut. Die haben sich getraut, uns anzugreifen, weil unsere Armee derart geschwächt war von dieser Schlacht. Da wir aber natürlich mit der Kavallerie viel taktischer arbeiten können, sind sie aufgemischt, klar. So, also hier die Statistik am Ende. 311 Leute verbleiben, er hat 1380 in den Angriff geschickt, wir haben 1000 Leute getötet. Und bei uns sind 8 Mann gestorben. 8 Leute. Der eine oder andere vielleicht durch einen Katapult von uns selbst. Das heißt, es wurden wahnsinnig wenig getötet, weil sie sind nicht an uns rangekommen, weil ich die Armee so weit auseinandergezogen habe. Zack, so. Ordentlich viele Erfahrungspunkte. Das ist auch etwas Cooles an dem hier, am Paladin. Er hat Kampftraining. Jede Runde, die vergeht, kriegt meine Armee durch ihn, weil er die Armee trainiert, Erfahrungspunkte. Das heißt, meine reguläre Armee wird immer ein bisschen unterstützt. So.